Microsoft hat sich für Windows 10 ein großes Ziel gesetzt. Und zwar will man auf 1 Milliarde Geräten vertreten sein. Man hat auch einen Weg gefunden, wie man das relativ einfach erreichen kann. Und zwar verschenkt man es einfach. Doch ist es das Update überhaupt wert? Windows 10 bringt eine Vielzahl an neuen Funktionen in eine vertraute Benutzerumgebung, denn das Startmenü ist wieder zurück. Dieses hat man aber im Vergleich zu Windows 7 in vieler Hinsicht verbessert. Auf der rechten Seite findet man in Windows 10 die Live-Tiles, während links oben die Option für den jeweiligen Benutzer, die meistverwendeten Programme, Explorer, Einstellungen und die Liste aller Apps zu finden sind. Auf der Taskleiste befindet sich nun ein zusätzlicher Button, welcher die Multitasking-Ansicht öffnet. Von dort aus kann man zwischen geöffneten Apps wechseln, sie schließen oder einen zusätzlichen Desktop hinzufügen, was die Bedienung insgesamt sehr viel schneller gestaltet. Zum Öffnen dieses App-Switchers können auch Touchpad-Gesten verwendet werden. Man wischt dazu einfach mit 3 Fingern nach oben und wischt man zur Seite, wechselt man zwischen den geöffneten Apps. Macht man dasselbe nach unten, ruft man den Desktop auf. Mit 4 Fingern nach oben gewischt, öffnet sich Cortana. Microsofts digitaler Assistent hat nämlich auch Einzug gehalten in Windows 10 und bietet hier seine Unterstützung an und kann das Wetter prognostizieren, Erinnerungen vormerken und sogar stumpfsinnige Witze erzählen, die ab und zu auch mal ganz lustig sind. Mittels dem Befehl Hey Cortana kann man den virtuellen Assistenten auch jederzeit aufrufen, inklusive Erkennung der eigenen Stimme. Wandert man nach rechts auf der Taskleiste, findet man die Benachrichtigungszentrale, welche auf Touchgeräten auch per Wischgeste vom rechten Bildschirmrand aufrufbar ist. Damit ersetzt diese die Charms Bar, welche vor allem Desktop-Nutzer keine Freude bereitete. Dort befinden sich sämtliche eingegangenen Benachrichtigungen, sowie unten einige Schnelleinstellungen für Wi-Fi, Bluetooth, Ortungsdienste und so weiter. Ebenfalls standardmäßig in der Taskleiste befindlich ist Microsofts neuer Edge Browser. Während das Logo noch an den Internet Explorer erinnert, hat sich beim neuen Browser alles verändert. Microsoft hat diesen von Grund auf neu entwickelt und an vielen Stellen macht sich dies auch bemerkbar. Gleichzeitig ist Edge unglaublich schnell, geht sehr effizient mit Arbeitsspeicher um und macht keine Fehler bei der Seitendarstellung. Die Unterstützung für Erweiterungen soll in den nächsten Monaten dazukommen. Derzeit gibt es nur ein Feature, wodurch sich Edge von anderen Browsern unterscheidet, und zwar Webnotizen. Man kann aus jeder beliebigen Seite eine solche erstellen, darauf herumkritzeln und sie dann an Freunde weiterleiten. Neben dem Edge-Browser sind natürlich auch einige Apps hinzugekommen, beziehungsweise die bisherigen Standardanwendungen aktualisiert worden. Während Fotos, Musik und der Kalender große Änderungen mit sich bringen, konzentrieren wir uns hier auf die Outlook Mail App, welche sehr im Stile der neuen Office Mobile Apps gehalten ist. Auf der linken Seite im Hamburger-Menü findet man die Konten sowie die Ordner. Rechts davon werden eingegangene Mails sowie der Inhalt der gewählten Nachricht gezeigt. Will man eine neue Mail verfassen, bekommt man über dem Textfeld sämtliche Optionen zur Formatierung und zum Einfügen von Inhalten präsentiert. Mails beantworten gestaltet sich damit sehr schnell und effizient und somit ist sie um Längen besser als die Windows 8.1 App. Solltet ihr also upgraden? Grundsätzlich gilt, ja, auf jeden Fall. Schaut man etwas genauer hin, dann kommt es ganz darauf an, welches Gerät man verwendet. Als Desktop- oder Laptop-Nutzer unter Windows 8.1 würde ich sofort wechseln. Das Benutzererlebnis ist einfach um Welten besser. Nutzt man noch Windows 7 auf einem solchen Gerät, dann hat man zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz so viel von Windows 10. Vor allem, wenn man Cortana, das Multitasking und die leichten Performance-Verbesserungen nicht benötigt. Im Laufe der nächsten 2-3 Monate werden noch viele Apps aktualisiert und dann auch sinnvoll mit Maus und Tastatur nutzbar sein. Und dann gibt es für Windows 7-Nutzer auch kein Halten mehr. Einzig beim Tablet würde ich mir den Wechsel etwas genauer überlegen. Denn diesem Formfaktor schadet Microsoft durch die Entfernung der Charms Bar und das gilt vor allem für Geräte ohne kapazitiven Windows-Button. Es kann durchaus einige Zeit dauern, bis man sich mit den On-Screen-Tasten unten links angefreundet hat. Aber auch dies dürfte einerseits eine Geschmackssache sein und andererseits eine Frage der Zeit, bis man sich daran gewöhnt. Windows 10 ist ganz klar das beste Windows aller Zeiten, aber wirklich schwer ist das auch nicht. Zu diesem Zeitpunkt ist das Potenzial, das in Windows 10 steckt, entscheidend und dieses ist ganz klar erkennbar.